Dieses Video zeigt, wie man eine Zahl unter einer Variable abspeichert. Prinzipiell haben wir folgende Speicher vorhanden: a, b, c, d, e, f, x und y. Ich möchte als Beispiel jetzt die Zahl 5 abspeichern unter der Variable b. Ich gebe also die 5 ein und jetzt ordne ich der Zahl 5 den Speicher b zu. Hier Store ist in gelb geschrieben, also muss ich die Shift-Taste tätigen, klicke auf Shift, gehe auf Store und ordne jetzt der Zahl 5 den Speicher b zu. Man sieht hier den Pfeil, man sieht hier b, damit ist die 5 abgelegt im Speicher b. Jetzt möchte ich mit der Zahl 5 arbeiten, beziehungsweise mit der Variable, die jetzt diese Zahl beinhaltet. Zum Beispiel möchte ich berechnen b² minus 2b. Ich rufe über die rote Alpha-Taste, b ist hier in rot geschrieben, das b auf. Ich habe hier das b, ich quadriere b, minus 2b, rufe nochmal das b auf. Ich beende den Vorgang der Eingabe mit dem Klicken auf die Gleichtaste und sehe hier das Ergebnis. Möchte man jetzt diese Variable b löschen, so kann man das tun. Allerdings werden dann alle Speicher a, b, c, d und so weiter bis x, y gelöscht und das ist oft nicht so ganz gewünscht. Stattdessen bietet es sich an, hier die Variable b mit einer anderen Zahl zu überschreiben, zum Beispiel mit der 0. Ich gebe dahin, gebe die 0 ein und rufe jetzt die Store-Taste auf, gebe das b ein. Damit wird die 0 in den Speicher b geschrieben und die Zahl, die vorher da war, wurde jetzt überschrieben. Das war's schon.